ab nach Hause. Ja, das ist echt im Spiel. Okay. Mhm. Also. Elbenviertel. Ein köstliches Abzeichen, dass du dir beim Anschauen Reddit-Events 2023 Twitch Revivals und anderen teilnehmende Kanälen verdient hast. Oh. Oh. So, so. Okay. Was waren hier noch drin? Was habe ich denn jetzt? Hä? Wieso sind da zwei Felder frei? A bear nest. Mhm. Ist nicht schlimm, wir machen ihn einfach kaputt. Und dann nehmen wir noch ein Bäumchen mit. Huch. Was wird hier los? Jetzt gehen wir ein paar Äpfelchen pflücken. Quiet. I see prey ahead. Ja, ich auch. Und da nehmen wir noch ein paar Kohlköpfe mit. Kann man immer brauchen. Ah. Jetzt hast du mich gesehen. Wird dir leider nichts nützen. Ah, so, das sind die Apfelbäumchen. Ein bisschen Holz. Danke. Ich habe das Gefühl, dieses Rauschen haben die irgendwie lauter gemacht. So, ne? Sag mal, so geht's ja auch. Stimme würde ich so lassen. Musik haben wir keine. Ashoken, Dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Verschenken eines Subs. Danke an Aimrin. Schön. Hintergrund stumm schalten. Unteraktiv. Okay.
ist ein bisschen besser. Das Rauschen ist ja einfach so penetrant. Wieso ein Hacken jetzt so leise? Warte. Wieso sind das hier? Hätte das eben gerade lauter in Erinnerung. Also hier ist eigentlich so ein Totem, ne, Herr Schrui, falls du das noch siehst, hier auf diesem Dreckhaufen. Das musst du kaputt machen und dann kriegst du einen Schlüssel für die Truhe und in der Truhe sind dann diese schwarzen Diamanten. Und die Orks selber lassen schwarze Diamanten fallen, aber es gibt nicht so wirklich viele Orks. Ich bin ja selber erst bedacht worden mit einem Geschenk. Ach so. Okay. Danke. Danke, dass du auch was zurückschenkst. Finde ich cool. Aber bitte bedenkt, bitte, ihr da draußen bedenkt, das ist kein Muss. Das ist freiwillig, ja. Bitte. Nicht euch gezwungen fühlen. Hackelt ganz schön. Huch. Das ist ein Apfelbaum. Ah. Brauchst mir nicht hinterherlaufen. Musst du den kürzeren ziehen. Jetzt haut's ab. Oh. Ach, die Fackel war da drin. Alles klar. Jetzt weiß ich, was die 5 war. Automatismus wollte ich gerade drücken. Hier ist nichts mehr. Da drüben ist so ein Apfelbäumchen. Wie viele Äpfel habe ich denn? 12. Und hier habe ich einiges an Holz. Das fängt dann an zu schweben. Ich habe hier fast alles weggerissen. Ich hatte Langeweile. Aber dann sieht man wenigstens so ein bisschen... die schönen Bauten wieder. Ich fand das viel schöner. Aber es ist zeitaufwendig. Sehr massiv, was die Orks da gebastelt haben. Aber man kann alles kaputt hauen. Das ist voll geil. Hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Das ist so cool. Blub. So, wir werden langsam müde. Und wir brauchen mal eine neue Fackel. Da ist auf jeden Fall auch noch eine Pflanze. Sehr schön. Denn genau deswegen bin ich ja hier. Ich möchte gerne auch noch die ganzen Äpfel und so und Blümchen sammeln und bei der einzigen Statue vorne gibt es dann noch Elberets Segen. Den braucht man für Lembas. Lembas ist sehr krass, was die Heilung angeht. Deswegen nehmen wir das jetzt auch noch mit. Zack.
Leider wächst das wirklich nur bei dieser Statue. Ich weiß gar nicht, ob man das anpflanzen kann. Hab ich doch gar nicht probiert. Müsste ich mal machen. Ich bin doof, oder? Na gut. Es ist mitten in der Nacht. Uns geht's gut. Ich werde schnell noch reparieren. Und schlafen gehen. Mit meinem tollen Helm. Sieht aus. So. Okay, ist ein bisschen weird, wenn die Fackel schwebt. Ausruhen. Okay, der Ausdauerbonus ist weg. Dann hole ich mir das zurück. Und wir reisen nun in den Pilzwald. Achso, ich wollte ja schauen, dass ich das ändere. Eigentlich könnten wir ein Lager dort unten abbauen. Das hier, glaube ich, ne? Weil ich reise da sowieso nie wieder hin. Bergenbinge. Kristalllager. 35, 20, guck mal. Da sind ja zwei Steine, die waren schon vorher vorgefertigt dort. Dass man dorthin porten kann. Alles schick. Und dann habe ich mir ja auf der Hälfte ein kleines Lager errichtet, was eigentlich jetzt völlig sinnlos ist. Das hier, weil ich da nie wieder hinreisen werde. Hier ist irgendwas eingestürzt. Toll. Solche Mühe gegeben. Mach das mal leer. Dann würde ich diesen Kartenstein nämlich jetzt hier mitnehmen und würde mir eher die Ressourcen davon nehmen. So. Denn ganz unten gibt es nämlich auch noch einen. Und hier waren so ein paar Spinnen. Aber hier habe ich weitergeguckt. Da geht es irgendwie weiter. Ich guck mal. Falsche Taste. Kann sich hier irgendwie... Ach doch, da habe ich mich durchgebuddelt. Honig. Geil. Doch, hier bin ich durchgegangen. Hier habe ich mich durchgebuddelt. Zinn! Hey damit. Oh, schön.
So. Dann noch die Brückchen, die hier unten liegen. Und hier hatte ich nämlich, genau, hier habe ich mich lang gebaut. Aber da ist doch noch ein Seitengang oben auf der Karte zu sehen. Das ist hier nur Ovarquarz. Ein bisschen mitnehmen. Dann soll es da lang gehen? Hier war eine Mine. Und das war's auch. Also vielleicht eine Etage tiefer, aber hier nicht. Hier geht's nirgends. Und da ist auch eine Decke, die ist zu. Da, also, nee. Nee. Mm-mm. Hier geht's nirgendwo lang. Ist. So. Dachte, ich hätte gerade jemand da gehen hören. Also gut. Achso. Dann gehen wir mal hoch. Nochmal Kupfer. Ich denke, wir haben genug Kupfer erstmal. Dann alles weg. Ist ganz viel Zinn. 3 schwarze Diamanten hatte ich hier, okay. Boah. Das ist auch nochmal Stoff. Ach du Kacke. Ja, warte mal. Mehr als genug Zeug da. Dann geht's hier hoch. Hier lang. Da war die Verderbnis. Und ich höre Spinnen. Nein, springen. Springen, genau. So. Und hoch. Bin ich da nicht hochgekommen? So. Uff. Oh, Lord Philos, danke schön. Vielen, 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 vielen lieben Dank für den Resub. Hab ich gar nicht gesehen. Dankeschön. Schönen guten Abend. Willkommen im Stream. Danke, danke, danke. Ach, es sind Ratten. Das sind keine Spinnen, das sind Ratten. Hier ist Zinn.
Das ist Kupfer. Fünf. Monster City. Ja, gib mir deine Kacke. Warte, ich muss mal irgendwo hin, wo ich sie kaputt mache. Eins. Danke. Noch mehr? Noch mehr. Ist doch noch eine. Na komm. Na komm. Na komm. Hier bin ich. Ah, dann bleib doch da hinten. Ich komme nicht zu dir rüber. Du hängst wahrscheinlich irgendwo fest. Aber ist mir egal. Ja, wieso kletterst du jetzt auf den Kohlehaufen drauf? Oh, die hängt da hinten fest. Ja, dann soll sie das halt machen, ne? Ich kann keine Kohle mehr mitnehmen. Was? Dann lass den Stoff hier. Dann lieber Kohle als der Stoff. Und ich nehme mal die Axt in der Hand. Jetzt. Jetzt hast du Bock. Jetzt willst du kämpfen, ne? Boah, die lacht. Die hat gelacht. Habt ihr das gehört? Die hat gemacht. Alles klar. Da ist auch nochmal eine. Blödes Flattervieh. Voll. Okay. So, hier waren doch noch überall, eventuell Honig. Bitte. Ich bin voll, voll, voll. da gibt es ja halt keine Honig. Gehen wir da hoch. Durch diese gigantische Geode. Unfassbar. Gigantische Kristalle zum Anfassen. So groß wie ein ganzer LKW. War das? Nicht runterfallen, hochklettern. So. Dann könnten wir auch das hier auflösen, aber wir müssen erstmal auspacken. Weil dann könnte ich nämlich bei der Entwässerungspumpe von Belegost, habe ich mir auch nochmal einen Außenposten aufgebaut und einen Sportstein hingestellt. Einen Portstein, Sportstein hingestellt, genau. Und den könnten wir ja dann wegnehmen. Und dann hätte ich noch mehr Diamanten, weil ich brauche Platz. So, ich schmeiße das jetzt mal alles hier so rein. Bis die Hütte voll ist. So. Und hier packen wir den Rest rein. Einfach random. Achso, das ist dann da unten drin. Ha! Okay, passt trotzdem ganz gut. Und dann geht's direkt los. Zum Lager bei Belegost. Nee, das ist das falsche. Mist! Nein! Müsste das hier sein?
Oder habe ich da gar keinen Port schnell hingestellt? Habe ich da bloß ein Lager hingebaut? Ich sehe es gleich, wenn ich da rauskomme. Ah, okay. Ich guck trotzdem mal. Ich guck trotzdem mal. Wir haben keine Energie. Energy. Energy. Verrätst du mir eigentlich, was du da mit dieser Fackel vorhast? Danke. Nee, das ist nur ein Lager. Ich sehe kein Symbol für einen Stein. Oh. Granit. Danke. Aber wir können ja vielleicht noch ein paar Ressourcen von hier mitnehmen. Ich nehme sie jetzt einfach mit. Und hier ist eine Reparierstation. Da ist auch eine Kiste. Ja. Alles nehmen. Das kann nicht hier bleiben. Oh, man kann mich nicht hören, sorry. Das Essen, was man herstellen kann, stellt leider bloß ein bisschen Leben wieder her, aber keine Energie. Und das andere ist beim gekachelten Ofen oder so, aber ich weiß nicht, ob man es da mitnehmen kann, weil da mal steht, Voraussetzung ist ein Tisch. Das ist halt doof. So. Hier ist drinnen. Ja, nichts wirklich Wichtiges, dass ich wüsste. Mal ganz viele Tagebuchseiten.
Wahrscheinlich ist hier irgendwo noch ein... also definitiv ist hier irgendwo noch ein Buch gewesen von Aragorn, was ich nicht gefunden habe. Definitiv. So, dann nehmen wir das hier mit. Das, da pflanzt sich sowieso nichts mehr an. Brauchen wir auch nicht. Dann sind hier noch ein paar Pilzis. So. Quiet. I see prey ahead. Ja, aber wir lassen die Cray ahead einfach mal in Ruhe. Die da, oder? Ah, jo. Wir haben genug Fleisch und so gefunden. Ich finde den Hafer gerade viel wichtiger. Den nehmen wir mit. Da oben wäre auch noch ein Nest, aber... Das ist nicht so schlimm. Man könnte hier im Licht nämlich schön Pflanztöpfe basteln, aber ich bin so gut wie gar nicht mehr bei diesem Lager. Wo ich das so schön ausgebaut habe. So, jetzt gehen wir erstmal schlafen. Und dann reisen wir weiter.